Hallo meine Lieben, mega schön, dass ihr gerade bei diesem Video heute dabei seid. Das Video liegt mir nämlich speziell am Herzen. Ich bin an einer Location, wo ich noch nie mit euch war. Ihr seht hier hinter mir. Ich bin im Tierheim Aderon in Luzern. Und ich möchte euch heute zeigen, wie es im Tierheim Aderon so zu und her geht und vor allem, was hier so für herzige Bewohner wohnen. Ja, im Tierheim Aderon hat es vor allem einen Haufen Katzen und einen Haufen Hunde. Im Normalfall sind um die 100 Tiere hier, also eine ganze Menge an Bewohnern. Das Tierheim Aderon gibt es übrigens seit 22 Jahren und es gehört zum Tierschutz Luzern. Ja, das hier ist jetzt gerade der Alito neben mir. Er ist 6 und auch wenn er es ja hier gut hat, es ist eigentlich halt schon die Idee, dass ein Tierheim halt nur eine Übergangslösung ist. Ein Übergangsheim für ein Tier. Und ich möchte euch eigentlich darauf aufmerksam machen, wenn ihr euch möchtet, ein Tier zutun, denkt doch daran, eins aus einem Tierheim aufzunehmen und die einem eine Chance geben, die schon lange darauf wartet. Das ist die Queen und ich glaube, du kommst zu mir. Wir sind jetzt gerade das Zimmer weitergezügelt. Auch hier hat es Katzen. Es hat extrem viele Katzen im Tierheim Aderon. Hier sind jedoch die etwas spezielleren Bewohner. Hier sind nämlich fast sogenannte Patienten. Die Katzen, die etwas speziellere Pflege brauchen, die Medikamente brauchen, die werden hier untergebracht. Ja, und der Glusa schaut mich hier an, während ich hier rede und euch erzähle. Er schaut mich nämlich aus einem bestimmten Grund an. Er ist hier. Ja, Sally. Weil er ist so herzig und so schön, wie er auch ist, ein bisschen spezieller ist. Er hat damit die anderen Katzen ein bisschen plagen. Also ihr seht, es ist halt wirklich nur eine Übergangslösung oder, für so Katzen im Tierheim. Ich glaube, es würde allen besser sein, wenn sie ein Zuhause haben, wo man sich um sie kümmern kann. Ja, jetzt hier bin ich vor einem Zimmer, wo wir jetzt nicht reingehen. Hier innen ist nämlich eine wilde Katze und das ist ein kleiner Ausnahmefall. Das Tierheim Aderon hat jetzt hier eine Katze aufgenommen, die wild ist, die schwanger ist. Und die wird jetzt hier nur so lange bleiben, bis sie die Jungen hat. Nachher wird die Katze kastriert werden und wieder an den Ort zurückgebracht werden, wo man sie gefunden hat. Die Mutter bleibt dann natürlich so lange da, wie die Jungen sie brauchen. Und die Mutter kann sie dann auch füttern, dass sie Kätzchen nicht geschöppelt werden müssen, sondern können natürlich so alt werden, bis sie selber auf dabei sind und parat sind, um zu einer Familie zu gehen. Wir sind zweimal am Nachmittag da. Eins ist die Assistentin hier und eins bin ich hier. Okay. Ja. Und was machen Sie hauptsächlich für Behandlungen hier an den Tieren? Nur routinemässige Sachen. Nur routinemässige Sachen? Zum Beispiel, dass sich das zuschauerlich vorstellen kann? Also, das geht so, Zähne oder so. Ja. Aber auch das war jetzt gerade so eine Grenzfall gewesen, weil da hat man schon das Röntgen nicht zur Hand. Ja. Wo man zum Beispiel in der Praxis einfach hat. Mhm. Aber ja, einfach Routine. Eingriffen sind alle Kastrationsarten und ja. Bis Hündinnen kastrieren und ja. Kleinigkeiten, aber einfach alles, was dann schwieriger ja. ist, geht nicht. Und was haben wir jetzt hier für eine Patientin gerade auf dem Schragen? Die Patientin hat einen abgebrochenen Eckzahn gehabt. Ja. Hat eben da hier, ist halt noch nicht alles super, ja. Den Eckzahn müssen rausnehmen. Alles klar. Das sind schon noch rechte Kosten, kann ich mir vorstellen, was es hier so braucht für so eine Operation, für so eine Kastration oder jetzt eben hier Zahnbehandlung. Was kann man da so rechnen pro so eine Operation ungefähr? Können Sie da etwas sagen, preislich ungefähr? Das da hier? Zum Beispiel. Also hört jetzt, ein Eckzahn von einem grossen Hund ja. kostet etwa 450 Franken. Ja, ja. Wow, alles klar. Gut. Wie lange sind Sie an so einer Operation dran? Ja, es gibt ja so eine Mediane. Ich würde jetzt sagen, so durchschnittlich eine Stunde weiss ich schon. Viel Arbeit, viel Kosten. Das heisst also, es ist wichtig, dass wir so ein Tierheim auch unterstützen, weil definitiv finden da mehr Sachen statt, als einfach nur ein bisschen Tierli streicheln und ein bisschen laufen gehen. Es sind also wirklich auch enorme Kosten, die da das Tierheim mit sich trägt.
Ja, die Astra lassen wir jetzt hier noch ein bisschen schön träumen, dass sie langsam aufwachen kann. Und wir lassen sie jetzt hier in Ruhe und gehen weiter zu den Hunden. Ja, was ich sehr schön finde im Tieramateron, können die Hunde auch in der Hundeschule nicht aber in erster Linie zum etwas zu lernen, sondern zum beschäftigt sein und zum Spass haben. Ja, natürlich ist die Hundeschule, auch das ist wie alles andere hier für die Tiere, die ihnen zukommt, nicht gratis. Und darum ist es halt auch ganz wichtig, dass man in ein Tierheim nicht nur geht, um ein Tier heimzunehmen, sondern dass man das Tierheim auch unterstützt. Weil es sind so viele Tiere hier, wie eben auch der Balko, die schon ganz lange hier sind. Der Balko ist schon etwas älter, hat ein bisschen seine Probleme, ist nicht mehr so der Fittest. Und es ist natürlich immer schwieriger, so ein Tier zu vermitteln. Und darum möchte ich euch dazu auffordern, unterstützt das Tierheim an der Run, gell? Unterstützt den Balko. Ich tue euch unter dem Video hier einen Crowdfunding-Link verlinken, den ich erstellt habe, extra für das Tierheim an der Rhön. Alle diese Spenden werden zu 100% hier im Tierheim, respektive unter anderem im Balko zukommen, dass man eben ihm sein Leben, das er hier hat, was hoffentlich nur temporär im Tierheim ist, so schön wie möglich gestalten kann. Ja, ich hoffe, euch haben die Bilder genauso berührt, wie sie mich berühren. Für mich ist das ein grosses Herzensprojekt, das Tierheim an der Rhön, respektive seine Bewohner, zu unterstützen. Und von allen, die ich jetzt Interesse geweckt habe, am 17. Juni 2018 ist hier im Tierheim an der Rhön Tag der offenen Tür. Ich werde auch hier sein und jeder ist willkommen. Wir freuen uns auf euch.